Ja Leute, es wird dunkel und ich werde müde. Ich bin immer noch in Österreich, aber versuche gerade einen Schlafplatz zu finden. Das Problem ist nur, es sieht überall so aus. Gesperrt, Lawinengefahr. Also all die guten Straßen, die ich so bisher kennengelernt habe, wo es auf jeden Fall gemütliche, ruhige Schlafplätze gibt, sind komplett gesperrt, weil man einfach nicht weiterkommt. Alles ist voller Schnee, es schneit auch schon wieder. An den Straßenrändern sind bis zu 3 Meter, jetzt hier gerade nicht, aber vorhin, bis zu 3 Meter hohe Schneekanten von den Schneefräsen, richtig heftig, sowas habe ich noch nicht erlebt. Aber macht echt Spaß, Auto zu fahren. Man muss wirklich aufpassen. Man darf sich und sein Auto nicht überschätzen, aber wenn man aufpasst und langsam fährt, das macht echt Spaß, weil die Landschaft so schön aussieht. Ich muss mir jetzt aber jetzt einen Schlafplatz suchen. Ich schätze mal, wenn ich morgen früh aufwache, muss ich erstmal ganz kräftig Schnee schaufeln. Aber egal, alles Teil des Abenteuers. So, ich fahre weiter, dass ich noch einen Schlafplatz finde. Der Schneeräumdienst hat heute einfach hier so eine Spur in meinem Fahrzeug hinterlassen. Ich habe zwar eine Schaufel dabei, aber um an die Schaufel zu kommen, müsste ich mein Snowboard abmachen. Und das ist gerade mit den kalten Händen und dem Schnee ein bisschen, habe ich keine Lust drauf. Deswegen versuche ich einfach hier mit wegzuschaufeln, dass ich hier Platz machen kann, um rausfahren zu können. Letztlich geht's, hol ich halt die Schaufel. So, jetzt aber dazu, weshalb ich eigentlich hergekommen bin. Ich möchte euch ein bisschen was an Bildern zeigen aus dem schneeverschneiten Österreich und Bayern. Die Grenze hier nach Deutschland wieder zurück. Ich werde ein bisschen durch die Dörfer fahren, durch die Städte fahren, mal die Kamera anschalten. Dreh aus dem Handy, aus dem Auto raus. Ein bisschen auf der Landstraße werde ich filmen. Und wenn ich zwischendurch was ganz Interessantes finde, dann nochmal separat anhalten. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Keine große Sache. Einfach nur ganz kurzen Eindruck hier aus Österreich. Direkt live vor Ort quasi und nicht aus den Nachrichten, wie schneeverschneit die Gegend hier ist. Also im Grunde ist das klasse, wenn man hier nicht gerade irgendwie auf saubere Straßen angewiesen ist, dann die halten einen doch öfter mal auf und außerdem sind mehrere Straßen gesperrt. Also als Tourist, als Urlauber, glaube ich, für die Kinder auch eine ganz tolle Sache. Aber wenn man darauf angewiesen ist, irgendwie schnell von A nach B zu kommen, wahrscheinlich wirklich eher hinderlich. Aber so ist es halt im Winter, kann man nicht ändern. Ich freue mich drauf, weil es klasse aussieht. Ich hoffe, euch gefällt es auch und sage wie immer bis zum nächsten Mal. Take care, God bless and see you soon. Hier ist ein Hotel, da sind zwei Menschen oben drauf, die schaufeln da erstmal den Meter hohen Schnee hinunter. Ist klar, die Dachlast ist halt auch nur beschränkt. Und mit der ganzen Schneelast oben drauf kann das schon kritisch werden. Also ist ja richtig krass. Teilweise sind das 2 Meter hohe Schneeberge an der Seite. Hier im Ort ist schon echt heftig, was hier in Schnee runtergekommen ist. Oder hier neben meinem Auto, ein riesiger Schneehaufen.
bestimmt 3 Meter hoch, wenn nicht noch mehr. Thank you.